Ja, halli, hallo, liebe Factorio-Freunde, ich bin's, der Tenchi, und ihr habt's vielleicht gesehen, die letzten zwei Folgen waren ein bisschen komisch, die waren irgendwie, bei der einen hat's irgendwie die Abmoderation gefehlt und beim anderen irgendwie die Anmoderation gefehlt. Ich habe tatsächlich eine 40-Folgen-Minute aufgenommen und ich dachte mir, nee, das kannst du so nicht bringen. Machst du lieber zwei Folgen draus. Und ja, jetzt habe ich den Counter diesmal wirklich an und ich stehe hier. Ja, warum stehe ich hier? Weil ich hier was testen wollte. Beziehungsweise haben wir einen Haufen Alien-Artefakte und auch Alien-Wissenschaftspakete. Und dementsprechend dachte ich mir, komm, da kann man doch mal was forschen. Irgendwas Schönes mit so Alien-Wissenschaftspaketen. Zum Beispiel Effektübertragung, was nichts mit Alien-Wissenschaftspaketen zu tun hat, aber das ist wichtig für die Modulstation, die hätte ich gerne. Und deswegen bauen wir die mal. Denn wir haben ja eigentlich, bevor wir diese ganze Yoki-Sache gemacht haben, hatten wir eigentlich daran gearbeitet, hier oben die Produktionslinie aufzubauen für diese ganzen Module. Und das wird nochmal eine Arscharbeit werden. Wir haben gerade mal aufgebaut Geschwindigkeitsmodul 1. Nice. Wir sind die Besten. Oh, krass, wir haben so richtig viele schon da drin, ne? Und ich wollte eigentlich hier unten weiter ausbauen. Könnte problematisch werden. Wie wollte ich denn das machen? Ich glaube, ich wollte einfach direkt daneben die nächste Line machen. Oder? Ich bin da ein bisschen am Überlegen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen wollte ursprünglich. Schauen wir mal. Wir brauchen ja mindestens noch... Wir möchten ja bis Modulstation 3, wollten wir, glaube ich, hoch. Wir wollen uns ja eigentlich diesen Kampfanzug basteln. Nee, den haben wir schon gebastelt. Wozu bauen wir das Ganze? Ah, na klar, damit wir die Geschwindigkeitsmodule generell später haben, weil hier braucht man ja drei. Die habe ich per Hand gemacht und ich wollte die halt nicht per Hand machen, ich wollte die automatisch machen. Deswegen müsste man entweder macht hier so oder macht zwei dazwischen frei, damit man hier rüberladen kann. Denn dieses Ding hier braucht jetzt, wenn ich jetzt Modulgeschwindigkeit 2 mache, braucht der fast die gleichen Sachen. Das. Ah, der braucht noch Lötmittel. Ist schon ein bisschen nervig alles. Wir bauen doch nach unten. Wir bauen nach unten, Leute. Machen wir es so, dass wir nach unten bauen. So, dann kommt hier nämlich dann Effektivmodul 1. So, und hier kommt dann das andere Ding hin. Da gibt es ja noch eins. So, und dann könnte man jetzt nämlich diesen gleichen Schmarrn machen wie hier, denn wir brauchen die gleichen Produktionsdinger. Wir brauchen diese Gehäuse, diese Dinge, und wir brauchen das Zeug hier, das grüne hier, die Modulhauptplatinen, aber wir brauchen nicht diese Leiterplatten, sondern wir brauchen was anderes. Und ich muss mal ganz kurz schauen. Ich kann die ja nicht beenden. Oh. Ich kann die ja hier nicht wegmachen. Ich habe mal eine ganz interessante neue Idee. Das möchte ich gern mal probieren. Was ist denn, wenn ich hier sowas mache? Könnte ich da mit einem Knickarm dazwischen das rüberleiten? Ich glaube, das wird ein bisschen eng. Mal kurz weg. Weil hier kriege ich ja keinen Knickarm rein. Doch, würde ich schon einen reinkriegen. So und so müsste das eher sein. Und wenn ich jetzt einen Knickarm habe, der von hier... vom Fernen nimmt und in die Mitte knickt. Moment. Schnell nehmender und legender Greifarm. Ich glaube, das Zeug war eher intelligenter, nahnehmender, schnell weit nehmend und legender. Ich glaube, da müssen wir immer hier mal reinschauen. So langer, schnell. Das sind halt die normalen Dinger. Kurz, kurzer, intelligenter. Kurz, schneller. Schneller, kurzer. Langer Greifarm für innere Förderbandseite. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Kleiner, langer Greifarm für innere... Was? Kleiner, langer? Hä? Was? Ein kleiner, langer? Kleiner, langer Greifarm, der Artikel eine Fließbahn entfernt aufnimmt und ablegen kann. Legt Artikel auf die innere... Ach so. Das wird wahrscheinlich nicht so einer sein, den ich brauche. Ja, machen wir gleich. Hoffentlich vergesse ich es nicht wieder. Ah, doch. Geht das? Haha. Das funktioniert. Das Problem ist aber nur, was ich jetzt habe. Das sollte eigentlich... Hä? Ach so. Es sollte aber ein intelligenter sein. Haha. Also ein langer, kleiner, intelligenter Greifarm. Das brauche ich. Das wird nice.
So, und den setze ich jetzt hier hin. Und der macht nämlich nur eine Sache weiter. Und zwar die hier. Und die Sachen, die von oben immer runterkommen, werden dann hier reingeklatscht. Das heißt, dieses Förderband hier muss ich nur mal kurz verlegen. Und zwar, dass er hier rauskommt wieder. So, umdrehen. Oh, was ist das denn für ein Bug? Okay. Das weg, dann... Und jetzt wird das einfach da reingelagert. So. Da darf aber nicht zu viel davon rein. Dam, 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 darm. Also, intelligenter Knickarm. Da muss eine intelligente Kiste rein. Ach, doof. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber wir haben ja intelligente Kisten. Alles easy. So, intelligente Kiste. Dann müssen wir die ganze Chose auch noch anbinden. Oh Gott, Tenchi, was machst du nur für komische, komplizierte Sachen, wenn es doch eigentlich um einfacher geht. Und nachher baue ich alles wieder um. So wie ich mich kenne, baue ich nachher alles wieder um. Aber müsst ihr mich entschuldigen, ich, so bin ich nicht mehr. Wo sind die? Da sind wir, da sind wir. Also, ich mache jetzt so. Das mache ich verbinden mit das. Ja. Und wieso geht das jetzt direkt weiter? Okay, dann damit verbinden noch. Was nicht geht. Hä? Was? Habe ich jetzt zweimal das angebunden? Ich verstehe es gerade nicht. Das auch nochmal damit. So, jetzt müsste das doch... Ist das jetzt verbunden? Ich sehe keine Striche. Es sind aber welche verbraucht. Von da nach da. Und nach da. So, jetzt wird es doch hoffentlich verbunden sein. Hier steht nichts mit rot. Hä, ich bin verwirrt. Moment. So. Nochmal weg. So. Ich glaube, ich nehme mal die andere Farbe. Die kann ich gleich hoffentlich besser sehen. Also, ich klicke hier drauf. Und dann zur Kiste. Und dann muss ich noch was anklicken, oder wie? So, reicht das jetzt? Ah, okay. Netzwerkschaltungsbedingungen. Bedingungen für das Logistiknetz. Es wird dann wahrscheinlich Netzwerkschaltung sein, oder? Warte, wenn ich einen normalen Knickarm hinsetze, dann ist es hier... Genau, nicht verbunden. Also muss das jetzt ein Netzwerk sein. Hoffe ich. So, und wir möchten, dass da nicht so viel drin ist. Also, gucken wir rein. So. Das sind die hier, die Leiterplatten. Hör mal auf. Junge, Junge. Schlimm. Du machst das nur, wenn die Anzahl unter... Was ist denn ein Stack? Ich nehme an, dass es 200 ist ein Stack wahrscheinlich, nehme ich an. Wobei das viel zu viel ist, so ein Stack. Viel zu viel eigentlich. Wir machen 50, das reicht locker. Nein, ich habe nicht auf... Schnell! So. So, und dann hört er auf. Und dann passt das. So. Und von hier drüben kommt einfach alles rein. Weil wir eigentlich auch begrenzen müssten. Da müssten wir das gleiche Mist machen. Was ist hier nur los? Wir müssen so viel machen. Von da nach da. Und fertig. Und dann kann ich hier einstellen. Nur wenn dort diese Sachen fehlen. Unter... Ja, 50. Machen wir auch mal 50. Festlegen. Dann greif rein, mein Freund. Und der hier ist ja eigentlich auch intelligent. Der sollte eigentlich sich hiermit verbinden, was nicht geht, weil das noch keine intelligente Kiste ist. Jetzt aber. Wo sind die Dinger? Da, 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 da. Und der arbeitet, der macht genau den gleichen Schmarrn. Der macht den gleichen Schmarrn und zwar... Die Dinger werden, glaube ich, geklaut, genau. Und die müssen unter 50 sein. So. Ja, und dann muss das nachher noch weitergehen. Aber das brauchen wir jetzt noch nicht. Boah, meine Fresse. Was für eine komische Sache. Weil jetzt könnte ich nämlich hier das gleiche nochmal machen, nach unten gehen. Wobei es hier schwierig wird, weil ich brauche das Zeug, glaube ich. Aber zumindest ist das Falsche. Machen wir kurz so.
Wir brauchen das Zeug hier, ne? Ne, für die anderen Module brauchen wir das Zeug. Ja, aber ist kein Problem. Da soll es hin, also holen wir uns das hier raus. Ja, machen wir uns hier. Machen wir hier hin. So weit wie möglich von mir aus. Ist ja nicht so schlimm. Oh, wir haben keine Standarddinger mehr. Krass, wir haben keine Standardtunnel mehr. Davon baue ich da immer so viele. Wieso haben wir keine mehr? Das war jetzt ein bisschen blöd. Denn hier muss jetzt ein Splitter rein. So. Der geht nach oben und geht dann hier rein. Und das Ding geht geradeaus weiter. Und schwupps, haben wir hier unten das Zeug. Und da macht man dann das gleiche wie hier drüben rein. Ist nicht so einfach. Da muss ich wieder ein Kabel nehmen. Kann ich auch einfach ein rotes nehmen? Ja. So. Und das sind jetzt die anderen Dinger. Das sind jetzt die Effektivitätsleiterplatten. Wenn die unter 50 sind, dann schmeiß wieder was rein. So, dann drehe ich das auch mal. Und schon geht das. Und hier unten das Zeug brauchen wir ja noch für das hier hinten auch noch. Ne? Das ist doch das Zeug, was wir brauchen. Ne? Genau. Schmeiß mal ein bisschen weiter schon mal. Ja, mehr kann ich gerade nicht bauen. So. So, und dann brauchen wir hier ganz normalen Greifarm. Oder für mich ist auch schnelle Greifarme. Wobei, schnelle Greifarme natürlich auch mehr Strom fressen, Leute. Vergessen ein paar Leute immer. Und Stromprobleme haben wir ja sogar. Wir haben ja sogar Stromprobleme. Das finde ich voll krass und so. Ein paar Stromproblemchen haben wir nämlich. Langer Beförder, hier ein schneller, langer Greifarm. Da brauchen wir noch zwei Stück. Und dann ist alles super. Vorerst. Und dann können wir uns um die zweite Stufe kümmern. Und die wird bestimmt nochmal beschissener, weil ich jetzt nämlich gerade nicht darauf geachtet habe, was es nämlich dann gibt. Da braucht man bestimmt noch mehr krasse Kacke. So, Strom kommt dann hier in die Mitte. Oder kann man ihn auch hier machen? Ja. Easy, easy, easy. So, ein schneller Knickarm nach draußen, damit es irgendwie gelagert wird erstmal und fertig. So. Okay, okay, okay. Die Frage ist, wollen wir die schlechteren Module überhaupt? Wollen wir die zwischenlagern? Brauchen wir die überhaupt? Oder wollen wir die gleich in die nächste Maschine schmeißen, ohne Zwischenlagerung? Man könnte die auch gleich in die nächste Maschine schmeißen, ohne dass da eine Zwischenlagerung stattfindet. Einfach nur aus Platzgründen. Weil wann brauche ich denn mal Geschwindigkeitsmodul 1? Ich habe die Forschung nicht angemacht. Wann brauche ich denn das mal, Leute? Wann brauche ich das? Habe ich das hier nicht eigentlich erforscht? Hä, habe ich das nicht vor uns angefangen, den Mist? Ah, okay. Das ist die zweite Stufe. Ich wollte aber was anderes machen, und zwar Spielerinventar wollte ich mal ein bisschen größer machen. Kostet nämlich Alien-Wissenschaftspakete. Ich glaube, das machen wir mal. Wir testen mal, dass wir die einfach weiter reinschmeißen, direkt ins nächste. Drehe ich mal kurz um. Das baue ich nämlich dann ab. So. Sonst hätte da jetzt wieder was ausgeladen. Und dann bauen wir hier direkt weiter und dann schauen wir uns mal das Rezept an und das wird bestimmt ein beschissenes Rezept werden. So. Ja. Weil wir brauchen jetzt... Wir müssen ja irgendwie... Wie kriegt man die Sachen jetzt runter? Da hat der Tänchen natürlich wieder nicht mitgedacht, der Idiot. Man hätte irgendwie alles direkt nur mit Flugrobotern machen können. Das wäre, glaube ich, die einfachste Möglichkeit. Wir brauchen die Modulkontakte unten. Wir brauchen schon wieder Leiterplatten. Also wir brauchen die Leiterplatten, die oben drin sind, wieder hier unten. Ja, und die Modulkontakte brauchen wir, die hier drauf liegen. Und wir brauchen dann noch Lötzeug. Das, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, aber ist ja nicht... Ja, Leute, und das ist nämlich das, was ich gerade sagte, dass ich wahrscheinlich wieder alles abbauen werde. Aber, Leute, ihr habt gesehen, ich kann sowas aufbauen, ne? Das ist schon mal ganz schön. Scheiße, Mann, das gibt's nicht. Ich werde das alles nochmal abreißen. Alles weg. Wir werden einfach alles in Flugkistenroboter reinschmeißen und dann ist dann fertig. Dann ist Sense. Das ist das Beste, was man machen kann. Vorerst. Tut mir leid. Diese ganze Chose hier ist alles für den Arsch quasi. Müsste man... Wobei, man kann es ja vielleicht ableiten, um das dann irgendwie in eine Kiste zu machen. Also. Huiuiuiui, was haben wir denn hier überhaupt gebaut? Das wird hier sogar hergeflogen. Das wird schon hergeflogen, das Zeug. Das heißt,
Erstmal möchte ich hier diese Klickarme wegmachen. So. Und hier werde ich auch mal... Nee, hier muss ich vielleicht sogar noch... Nee, mache ich es mal so. Also, wir brauchen die Dinger in der Kiste. Die werden jetzt nach oben geschwibbelt. Das können Sie ja gerne machen. So, hier haben wir eine Anforderungskiste. Die lasse ich noch kurz da stehen, weil jetzt weiß ich nämlich, dass die schon mal angeboten werden. Aber die anderen Sachen, die werden noch nicht angeboten. Da möchte ich nämlich gerne hier dann vielleicht Kisten machen. So. Machen wir direkt hier Anbieterkiste hin. Müsste eigentlich auch so funktionieren. Mit einem Greifarm, der dann einfach sagt, komm, so. Wobei ich hier könnte mal Intelligenz machen. Ich habe ja intelligente Knick... ja, machen wir das mit intelligenten Knickarm. Dann haben wir nämlich die... Ups. So. Damit verbinden. So, dass er nicht zu viel nimmt. Dass er nicht zu viel da reinmacht. Wobei es echt Schwachsinn ist. Ist echt Schwachsinn. Ob da 50 oder 200 drin liegen, ist, glaube ich, egal. Wobei ich nicht weiß, wie groß die Stackgrößen sind. Komm, wir machen erstmal ganz normal. Müssen wir abmachen oder hinmachen. Bis ein Stack voll ist. Oh, jetzt. Hey, wieso arbeitet er jetzt nicht mehr? Außerdem ist es ja eine Dings, ne? Eine Anbieterkiste. Aber hey, wieso arbeitet er nicht mehr? Ach, weil es ein intelligenter ist. Hahaha. Dann halt so. Dann brauchen wir noch ein paar Anbieterkisten. So. Nachfragekisten brauchen wir schon nachher auch noch welche. So. Bei dem machen wir hier das Gleiche. Deckt ihr rein? Hm. Warum nicht? Genau da ist kein Strom. Ich krieg ja die Krise. Naja. Okay, das ist auch eine Anbieterkiste. Jetzt brauchen wir unten noch eine Anbieterkiste von dem Zeugs. Wird ein bisschen enger werden hier, weil... Bisschen doof. Kann das nicht direkt hier so reinmachen? Und dann geht das halt direkt von hier weiter aufs Band. Nee, dann haben wir hier immer... Nee, da haben wir keinen Stillstand. Wir haben eine Speicherung vorher noch. So, sollte funktionieren. Sollte funktionieren. Na, dann macht er das da rein, dann macht er raus. Und wenn das dann irgendwie wieder voll ist, dann wird der Rest quasi da drin gespeichert. Sollte funktionieren, vor allem, weil ich jetzt einen Haufen davon wahrscheinlich einstecken habe. Das sind ja die Dinger. Schmeiß ich mal da rein. Außerdem ist er langsam beim Knicken. So, dann haben wir jetzt das, die zwei Sachen und die Sachen haben wir alle im Angebot. Und wir haben in der ganzen Folge so gut wie noch nichts erreicht momentan. Das ist echt schlimm. Ja, müssen wir mal gucken. So, ich muss mal ganz kurz, da hat es gerade geklingelt, ich bin gleich wieder da. Okay, da bin ich wieder und ich, Idiot, habe nicht Pause gemacht. Die Forschung ist durchgelaufen anscheinend und wir haben mehr Spielerlogistik-Inventar, sehr schön. Und wir könnten mal, das würde mich mal interessieren, in Geschwindigkeitsmodul 3, nein... Hier generell Produktivitätsmodule, das ist quasi die erste Produktivität, ja. Die erste Ausbaustufe davon, die würde ich gerne mal forschen, ja. Die kostet uns bloß hier ein bisschen was. Hä? Nein, die braucht Produktivitätsleiterplatten, kann das sein? Oh. Oh, die stellen wir gar nicht her. Ha. Ja, ist natürlich ein bisschen blöd. Vor allem, wir könnten aber einfach sagen, hier, du mache jetzt ab jetzt, du machen ab jetzt Produktivitätsleiterplatten. Hier, so. Und du legen jetzt auf nah. Auf nah dazu legen. So legt er die auf. Hä? Ist das nicht. Das ist gar kein Nahelegender. Das ist der Nahelegende. So. Ha, jetzt müsste man schon mit einem Knickarm arbeiten. Hm. Oder ich mache einen intelligenten Knickarm draus, der nur eine Sache reinholt, und zwar die Effektivitätsdinger. Und die müssen dann quasi woanders rausgeschäppelt werden. Müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen. Aber ich wollte nur mal schnell die Forschung auch vorantreiben. So, dann, jetzt sind wir fertig. Wir haben jetzt hier natürlich ein bisschen Platz, aber auch nur ein bisschen, weil hier
werden ja noch ein paar von den Dingern hier hergestellt werden, hierhin. Aber wir haben ja eigentlich, ich möchte nicht zu weit weggehen, aber hier ist ja eigentlich genug Platz, um sowas aufzubauen. Ich glaube, ich werde das nach hinten aufbauen. Wie viele Module gibt es denn? 2, 3 Stück oder so? Bin mir gerade nicht sicher. Wenn ich jetzt hier die untereinander hinbaue, 1, 3, 4, wird hier ein bisschen eng. Hier könnte ich noch um 1 nach oben gehen, theoretisch. Okay. Aber von der Länge her, es muss richtig lang werden, weil die gehen teilweise bis auf 8 hoch und so. Deswegen möchte ich das so machen. Das Ding werde ich dann vielleicht einfach woanders hinsetzen müssen, auch wenn es dann unsere schöne Struktur versaut. Aber was passt schon so. Also, und jetzt müssen wir nämlich mal sowas machen. Wir fordern überall an, ja, dass die Ausgangsprodukte quasi Anforderung 5 anbieten. Müssen wir die auch anbieten? Ich weiß gerade nicht. Oh. Objekte wurden beschädigt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da vielleicht schon was kaputt gegangen ist, weil ich, wie gesagt, ich war gerade weg, habe aber weiterlaufen lassen, bis die Forschung anscheinend durch war irgendwann. Ich weiß nicht, ob da irgendwas passiert ist da hinten. Ob es jetzt nur beschädigt wurde oder ob da vielleicht sogar mal was kaputt gegangen ist. Boah, das ist natürlich so weit, so weit, so weit. Nö, das ist alles ganz. Kugeln werden eingesammelt und Leichen und alles. Das Geile ist ja, wir haben jetzt wirklich automatische Leichenaufsammelgeräte. Und das macht das natürlich alles total einfach. Wir könnten eigentlich langsam schon mal anfangen, die ganzen Chitinmauern dahin zu klatschen. Ist auch ganz witzig. So, wir bauen weiter. Wir haben jetzt auch die fertig, so. Und hier fordern wir jetzt einfach alles an. Hier oben fangen wir jetzt an, herzustellen. Geschwindigkeitsmodule. Und du machst dann die Effektivitätsmodule. Und dann brauchen wir noch Produktivitätsmodule später. Das sind doch hier, genau. Die werden ja gerade erforscht. Dauert aber ewig. So, und dafür brauchen die natürlich bestimmte Sachen. Und zwar, die brauchen das. Aber nicht so viel davon. Die brauchen das, aber auch nicht so viel davon. Dann brauchen die Geschwindigkeitsladebatterien, aber auch nicht besonders viel. Wobei ich 50 schon sehr viel finde eigentlich. Und bedenkt, dass das eine Dings wird. Ich mach die mal alle auf 20. Das muss doch reichen. Und dann brauchen die alle noch die da. Von auch nochmal 20. Und ich glaube, das war's dann. Das sind 4 Sachen. Yep. Das kopiere ich mir jetzt hier rüber. Was ein bisschen blöd ist, weil ich das hier nämlich abändern muss. Und zwar in Effektivitätsleiterplatten. Und die bringen mir jetzt trotzdem welche hier runter. Die schon mal beantragt wurden, bringen sie trotzdem hierher. Also sind sie halt. So sind sie halt. Sind doch alles Geschwindigkeit, genau. So. Okay, das passt. Dann kopiere ich mir das noch. Nee, da machen wir später. Dann werden wir es auch brauchen. Die Module, die Modulgehäuse könnten etwas problematisch werden. So, und hier werden wir mal begrenzen auf 2. Ne, machen wir mal 1 Stack. Das wird ja wohl reichen. Gut, das ist alles da. Das gehört alles hier hin. Das hier könnte man natürlich direkt hier reinmachen, aber wenn wir schon mal anfordern, dann fordern wir richtig an. So, und das Ding, da machen wir mal ganz schnell eine Anbieterkiste draus. Bis das dann irgendwann mal leer ist, weil da sind ja ein paar drinne. Dann habe ich vielleicht sogar noch ein paar Sachen einstecken, die ich da reinschmeißen könnte. Das könnte ich reinschmeißen, das, das und die Module noch nicht. Wohl doch, die könnte ich eigentlich auch, nee, die brauche ich nicht. So, gut, dann machen wir direkt weiter. Das wird direkt weiter geschaufelt da rein mit einem normalen Greifarm, weil die sind ja langsam wie Sau. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel hier mal verordentlich was reinstecke. So, dann geht jetzt hier Produktgeschwindigkeit mit 2. Nein! Ich habe mich vertan. Da muss eigentlich eine Zwischenkiste rein. Genau. Da kommt eine Zwischenkiste rein. Und zwar machen wir das so, dass wir... Ja, so ein großes Zwischenlager wollte ich nicht machen. Ich will nicht jedes Modul zwischenlagern wie sonst was. Ja, muss eigentlich nicht zwischengelagert werden, großartig. Deswegen... Weil sonst würde ich ja eine Anbieterkiste machen, aber Module 1, wann brauche ich die denn mal? Also machen wir es nicht. Wir machen das so. Hier oben wird weitergeleitet in... Ja, muss ein Zwischenraum, muss ja sowas geben. Es muss so einen Zwischenraum geben. Oder wir nehmen einen großen Knickarm.
Das geht natürlich auch. Wir nehmen einfach einen großen, langer Greifarm. Der setzt sich hier einfach hin, so. Wobei ich nicht weiß, ob das funktioniert, aber ich denke schon. Und dann kommt hier die Anlage rein. Und dann können wir hier nämlich noch die Anforderungskiste dazwischen pappen. So. Und die fordert halt das nächste Zeug ran. Sollte funktionieren. Ob es funktioniert, werden wir gleich sehen. So, du baust jetzt das. Funktioniert. Sehr schön. Er braucht Geschwindigkeitsleiterplatinen, das und Lötmittel. Okay. Also, Geschwindigkeitsleiterplatinen 20. Jetzt habe ich vergessen, was wir noch brauchen. Ich weiß, dass wir Lötmittel brauchen. Waren das die oder die? Okay, es waren die. So, 20. Nicht immer so viel. Ach, der fängt immer mit dem ganzen Stack an. Das nervt mich tierisch, ey. Dass er immer mit dem ganzen Stack anfangen muss, der Sack. Das mal an, ey, was da angeflogen kommt. Und dann brauchen wir noch Lötmittel. Und die Lötmittel, die gibt es wieder mal hier so ein bisschen. Dafür habe ich auch nur gerne 20. Übertreibt man nicht immer. So, und so würde sich das immer weiter ausbreiten müssen. Dann kommt hier die 3, die 4, die 5, die 6, die 7, die... Ah, wird knapp. Wird sehr knapp. Wenn man das immer weiter ausbauen, wird es richtig knapp. Ja, so baut sich das dann weiter auf. Ich werde das jetzt noch schnell machen. Wir sind schon wieder über der Zeit drüber. Ach, Tenshi, komm schon. Wenigstens noch einmal. Einmal musst du noch machen. Langer, ganz nochmal schneller, langer Greifarm, das passt. Und einen stinknormalen Greifarm hätte ich auch gern noch. So. So. Lalalala. Lalalala. So easy ist das. Greifarm. Dann hätten wir hier sogar noch Platz, um Strom reinzumachen. So. Ich muss ein bisschen gucken, wo der Strom auch herkommt. So, und jetzt noch der große, lange. Schneller, lange Greifer. Ich habe sogar noch ein paar einstecken gehabt. So. Wird kopiert. Das kommt weg. Und dafür nehmen wir dann rein die Effektivitätsleiterplatten. 20 Stück. Okay. Funktioniert ganz gut. Auch wenn jetzt wieder 1000 Sachen bringt, so wie immer. Und die ja vielleicht gar nicht gebraucht werden, aber ist okay. Hier werde ich mal noch ein paar mehr reinmachen, wollte ich gerade sagen. Hahaha. Dauert noch ewig. Ich habe sogar noch ein paar davon einstecken, gell? So. So. Das kommt weg. Und ist genau das da, was auch da sein soll. Und hier oben kommt die nochmal rein. So. Soweit, so gut, Leute. Soweit, so gut. So soll das dann funktionieren. Und ich würde aber gerne später noch ein bisschen diese Gott-Module erforschen. Ich weiß wohl gerade nicht genau, was wir dafür brauchen. Müssen wir ganz kurz rohes Geschwindigkeitsmodul. Das möchte ich gerne haben. Dann möchte ich aber gerne runter. 3, 2, 1. So, um das hier brauche ich. Genau, ich muss die Moduleffektivität, also Moduleffektkombination machen. Das heißt, ich brauche die. Habe ich. Die zwei muss ich noch machen. Die Umweltplatinen und das. Dafür ist aber hier oben die Linie ja eigentlich da, um das zu machen. Beziehungsweise hier könnte ich eigentlich jetzt mal anfangen, was anderes zu produzieren. Wir müssen es nur irgendwie in den Kreislauf mit reinkriegen. Wird ein bisschen eng. Sollte aber funktionieren. Hier wird es ein bisschen schwieriger, weil wir müssen nämlich 3 Bahnen machen. Wobei wir können hier noch eine Bahn lang führen und hier unten auch noch mal eine Bahn lang führen. Und schon hätten wir 4 Bahnen, wo die sich bedienen können. Wobei es hier ein bisschen eng wird. Ich glaube eher... Ja, hier wird es komisch. Aber wir haben ja viel Platz. Wir können auch nach hinten die Forschungsmodule machen. Da müssen wir nicht hier unten 4 machen. Ja, dann machen wir das dann in der nächsten Folge oder so. Gut, dann würde ich sagen, nicht weiter Tenshi hier von The Noobs Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.